So, sorry Leute, meine Kamera ist gerade ausgegangen. Weiß auch nicht warum. Okay, ich weiß es, aber ich gebe es nicht zu. Ja, sorry, echt sorry, dass ich das gerade so aufnehmen muss, aber ich kaufe mir jetzt dann bald einen neuen PC und dann kann ich das meine Xbox direkt am PC anschließen über ein HDMI-Kabel und dann wird es schon besser und dann kann ich auch mal endlich wieder mit meinem Kumpel David und Simon zocken dann zusammen Minecraft. Sind auch totale Minecraft-Fans, mit denen zocke ich immer auf der Minecraft Pocket Edition. Unbedingt mal anschauen. Link ist unten in der Videobeschreibung, genau wie zu dem Kanal von meinem Kumpel David. Auf jeden Fall, jetzt geht schon mal weiter. Das war eben gerade das Schwimmbad, was ihr gesehen habt. Jetzt ist der Stall da. Das Pferd vom Leon hat der Gustav genannt. Und hier steht meins drin, mein Pferd. Ich habe es Hufi genannt. Bloß ich finde es klasse mit dem neuen Update da. Ein Update fehlt mir zwar noch, aber seit dem letzten Update, da sind so coole Sachen dazugekommen. Jetzt macht es gleich wieder viel mehr Spaß. Und gut, ja. Dann, das war soweit die Stadt. Zum Palast kommen wir später noch. Ja, jetzt fahren wir erstmal zur Mine. Ernsthaft jetzt? Da hat jemand den Schalter geklaut. Wer ist so armselig und klaut einen Schalter? Ah, hier haben wir einen Schalter. Hebel, meine ich, Hebel. So, jetzt so. Gut, die Dinge aktivieren. So, aktiviert. Ja, passt. Passt. Eine Lore reiten. Ich reite eine Lore. Einen Zug reiten. Eine Lore ist ja praktisch ein Zug. Also warum reiten? Ich reite doch keine. Ernsthaft jetzt? Ach, komm jetzt. Wer hat meine Redstone-Fackel geklaut? Geht doch. Klaut ernsthaft jemand meine Redstone-Fackeln? Darf doch nicht wahr sein. Gut. Eine ewig lange Zugstrecke und wir sind noch lange nicht da. Nein, Scherz, wir sind da. Hallo. Was geht jetzt hier ab? Hallo. Ja, genau. Spawn einfach mal in der Wand drin. So, das hat der Leon gebaut da. Den ganzen Schnee hier und so und hat auch erweitert. Mit diesem Christbaum soll das sein. Richtig cool gemacht. Was fehlt denn da nur? Aber gut, Holz fehlt da. Wo haben wir Holz? Oh Mann, sorry Leute, ich weiß echt gar nicht, weil ich bin jetzt eher die Minecraft Pocket Edition gewöhnt, gell? Ja, David, wir sollten echt nicht mehr so viel zocken, Minecraft zocken. Bin nämlich den ganzen Tag immer abends bei ihm und dann zocke ich da immer, dann zocken wir da immer gemeinsam. Ach, egal, scheiß drauf. So, hier, ja, der Eingang zu meiner Mine. Ah ja, hier haben wir es ja. Gut, wenn ich jetzt hier ein Relais und fahre den Kolben hier ein. Und dann mache ich einmal zack. Wenn es Nacht wäre, würde es natürlich besser ausschauen, aber ich hoffe, das stört euch jetzt nicht so sehr. Ich kann das ja mittlerweile mit einem Repeater auch machen. Ich habe jetzt ja verstanden, wie der funktioniert. Beziehungsweise den Vergleicher da. Mit dem kann ich das dann ja bauen und. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter.
Und zwar hier in meinen Staudamm, da mit diesen Himmelstropfen, ganz simpel gelöst. Und zwar eine Glock und ein Kolben dran. Ja, aber das Highlight an meinem Staudamm ist, wer vielleicht seht ihr es gerade da schon, ja, den kann man nämlich sperren. Und zack, kommt da kein Wasser mehr raus. Ui, ihr seht es hier links im Bild. Das muss mal laufen. So. Ja, ich kann alles sperren halt. Habe ich alles so gebaut. Hat echt lange gedauert, aber es hat halt auch viel Spaß gemacht. Und vielen Dank nochmal an den Leon, der mir da echt sehr geholfen hat. Ach ja, da hinten geht es ja dann auch noch. Da hinten ist ja dann auch noch der andere Teil. Auch sperrbar, habt ihr ja gesehen. Und ja, das hat auch der Leon gebaut, der Kingsplayer. Ich verlinke seinen Kanal unten. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Auf jeden Fall mache ich das dann. Und hier hat er seine Katzen hingebaut. Echt klasse sieht es aus. Tolle Arbeit. Echt tolle Arbeit. Ich kann es euch noch mal kurz zeigen, wie das so in der Nacht aussieht. Mit den Werfern und oh Creeper. So schaut es in der Nacht aus. Ist natürlich richtig cool. Nachthimmel. Jetzt haben wir jeden Tag Silvester. Ja, du dummer Zombie. So, dann geht's weiter in meine Burg. Wir haben nämlich noch ein paar Minuten zu filmen. Wahrscheinlich nicht mehr so lange. Also, ich sag dann jetzt schon mal, ich weiß nicht, wahrscheinlich geht meine Kamera gleich wieder aus. Ich sag dann jetzt schon mal, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch ein Abo gebt. Keine Sorge, bald wird die Aufnahmequalität auch besser werden, sobald ich nämlich meinen neuen PC habe. Und das dauert nämlich nicht mehr allzu lange, vielleicht nächsten Monat. Und so. Aber gebt doch einen Daumen nach oben und lasst eine Bewertung da. Wie, ob euch das Video gefallen hat, würde mich sehr freuen. Deswegen mache ich jetzt einfach nochmal weiter, so lange wie es halt geht. Hier halt dann meine Steinbrücke und soweit dann noch ein Haus, ist aber noch nicht ganz fertig. Und meine Burg soweit. Also finde, war viel Arbeit, viel Mühe. Und ja, ich kann euch dann noch mal ein extra Video machen, wenn ihr das sehen wollt, je nachdem, also von der ganzen Schienensache, die ich da verlegt habe und so. Und weil das da ist nämlich auch schon ein paar hundert Blöcke Gleise verlegt. Das war mein erstes Haus hier ganz am Anfang. Und ja, soweit, was man halt zum Überleben braucht. Dann stimmt, mein Gefängnis wollte ich euch dann noch zeigen, wenn ich das nicht schon gezeigt habe. Ich glaube sogar, das geht in die Richtung. Bin mir jetzt gar nicht mehr genau sicher. Aber egal, wir haben ja Karten. Nein, halt, falsch, andere Richtung. Genau die Richtung war es. Natürlich. So, Wald. Die Map viel, mit viel Schnee hat mir anfangs, oder hat mir eigentlich noch nie so gut gefallen mit viel Schnee, aber die Map ist dann doch ganz schön. Hier so. Also sehr viel Schnee, seht das ja. Und also hier haben wir meinen kleinen Bungalow.
Ferienhaus mit den Enderdracheneiern natürlich im Creative Mode besiegt. ja, der Pussy-Modus oder wie ich gerne sag, um einen Kumpel zu ärgern, der David-Modus. Also, wenn praktisch Monster aus sind und so, aber oder im Kreativmodus Monster besiegen. Schlafzimmer hier mit Schaltern, ausschaltbare Lichter und alles drum und dran, was sich halt so gehört. Ich finde das den Quarzblock, das ist wirklich ein toll Creeper, Creeper. Ja, geh mal bitte raus da, komm. Du hast hier nichts verloren. Willst du mich verarschen jetzt da? Geh da raus, da hat der Mauer das Loch gelassen. Da hättest du erst mal gar nicht rein dürft. Böser Creeper verrecken. Ah, komm jetzt, stirb. Halt, ich hab einen. Etza. Nicht explodiert, das ist auch das Schöne an dem neuen Update. Ja, dann natürlich hier, wie sie es gehört, ein künstlicher Strand mit Pool. Praktisch. Und weg ist es. Jetzt ist es da. Jetzt ist es da drüben. Magic. Schau hier noch kleiner Ausblick soweit. Und da direkt daneben das Hochsicherheitsgefängnis. Fast ausbruchssicher wären da nicht diese Sandblöcke in dem Garten, womit man diesen Weg aus Kolben überwinden kann. Aber soweit ist natürlich nichts Spektakuläres. So schaut das halt dann aus. So. So, die Kuh, die hat ein Verbrechen begangen. Die hat nicht genügend Milch geliefert. Die war sehr böse, die Kuh. Okay, hat er dann doch noch lange gehalten. Ja. Also ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Und wie gesagt, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und das mit der Videoaufnahmequalität, das habe ich euch auch schon gesagt. Es kommt dann noch ein zweiter Part, der wird erst dann später kommen. Weil den lade ich über meinen PC hoch. Oh, schon 11:45, ja Wahnsinn. Den lade ich über meinen PC hoch und ja, dann schaut euch die andere Folge dann auch noch an. Es kann sein, dass da was doppelt kommt. Ich habe jetzt nicht geschaut, sondern ich wollte das Video einfach machen. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Motorenbastler.